Es staut sich viel zu sehr. Staut sich viel zu sehr. Aber wir sind auf dem Weg. Es dauert nicht mehr lange, dann kriegen wir das vielleicht hier hinten. Sind da wirklich sehr schnelle, intelligente Ärmchen bei? Very fast, smart. Nein, smart, close und so weiter. Das ist denn hier, ne? Ja, also. Nochmal eine Stufe dazwischen. Ja, aber bis dahin sollte das okay sein. So kommt wenigstens ein bisschen was an Stahl rum. Das ist okay. Und ich kann hier auch einfach von Hand Eisen reinschmeißen. Kupfer rausholen. So, gib mir alles an Eisen. Gib mir alles an Eisen. Gib mir alles an Eisen. Und tu einen Großteil davon hier rein. Okay. Stahl. 50 Stück. Ist okay. Sehr cool. Und ich sehe, hier fehlt ein paar Kiste. Weiß nicht wirklich, ob ich es brauche, aber ist eine endliche Ressource, also sollten wir sie auch endlich mal abbauen. Du bist leer. Okay. Das können wir mitnehmen. Ja, bauen wir ab. Steht es auch nicht mehr im Weg. Genau, ach genau, die Außenmauer. Wir wollten die Zweiermauer endlich bauen. Wir wollten mehr Türme bauen. Wir wollten dem Force Field Dingens da eine Chance geben. Aber die Forschung ist gerade nicht frei. Die ist noch eine Weile beschäftigt. Kohle müsste bald nachgeschoben werden. Die Solar Panels müssten gesetzt werden. Und. Ganz viel Zeug. Da. Wenn ich irgendwo unterwegs Lücken sehe. Hier sind überall jetzt Lücken, ha? Huh? Ja. Verballere ich hier meine Türme. So. Und die Mauer wird hinten und vorne nicht reichen, um einmal ganz rumzugehen. Nee. Aber gut, hier sind die Angriffe auch nicht so häufig, das ist okay. So, Logistik 3 ist fertig. Dann hätten wir jetzt gerne die da. Nur grün und rot. Sollten wir zu Genüge haben. Und, habe ich noch ein Gate? Nee. Okay, dann laufe ich halt die 20 Schritte oder was da drüben. Ist okay. Um zu gucken, wie es da oben aussieht. Bei dem Ding, das gar nicht mehr steht. Bei dem Ding, das gar nicht mehr steht hier. Dann kann ich wieder nach unten gehen. Und den Pol da abreißen und das irgendwie anders machen. Die brauchen wir da unten gar nicht wirklich drin. Ja. Aber du könntest mal ein paar mehr davon bauen. So, du weg und irgendwie anders hin, dass es so geht. Ja, alles okay. Ja, das. Ah, ne, da. Ja. Also Gate fehlt, zwei Gates fehlen noch und ein bisschen was an Mauern. Aber es ist übersichtlich, das ist nicht so viel Kram. Das ist huge. Setzen wir mal die. Very Fast Inserter hat schon 20%. Ist also auch gleich fertig. Und dann setzen wir uns dran, das mit dem Stahlabzwacken da irgendwie schneller zu machen. Also nur weil wir jetzt keine Very Fast Smart Inserter haben, heißt es ja nicht, dass das ganze System nicht funktioniert. Wir können ja mal ein bisschen rumtricksen, indem zwei Smart Inserter zum Beispiel das in eine Kiste packen und aus der Kiste wird es dann mit dem Very Fast nicht Smart Inserter rausgeholt. Weil wir kein... Oh. Kommen wir jetzt echt unten rum, diese Bastarde. Ja, vor allem die Mining Drills werden da immer bleiben. Das ist unser cooles Spot. Na, so lange bis wir da unten unsere Mauern hingezogen. Oder da. Ich denke, das da unten wird dann zukünftig unser cooles Spot sein. Wenn wir das weiter nach Westen gezogen haben. Trotzdem sehr nervig da. Na gut, bau bitte die zwei Gates. Genau dann, wenn man es nicht braucht, verdoppeln sie sich. Ach ja. Probleme. Ja, mach weiter. Geht da. Gate. Gate. So, nichts zu tun. Das glaube ich nicht. Bau mal
Radaranlagen wurden noch vorgeschlagen, dass sie davon ein paar mehr bauen sollte. Aber sehe ich gerade eigentlich nicht so den Sinn drin. Wir bunkern uns eh einigermaßen ein, bis die Waffen da sind. Die Yogi-Türme, ja. Wobei erstmal einmal drumherum das Dreierpack-Ding. Und da gucken, wie es am Strom aussieht. Weil ich weiß, früher, das war echt ein Problem gewesen. Mit den passiven Stromkosten von den ganzen Türmen, die wir hatten. Wobei das, glaube ich, auch eine größere Grundfläche war. Also letzte oder vorletzte Staffel. Da haben wir richtig viel Platz in Anspruch genommen. Das war letzte Staffel. So, Glas brauchen wir nicht. Stahl wird jetzt nicht mehr hier hergestellt. Grüne Tränke werden ein Problem. Damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet. Wir hatten noch zwei grüne Dingens hier, die nicht arbeiten, weil nicht genug von euch kommen. Weil die alle da drin landen. Gib die mal alle her. Ach, ist okay. Du, da, du, da. Fließbänder aber genug, ne? Ja, schaut gut aus. Und davon hätte ich gerne auch wieder welche. Schön, 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 schön. Ja, es war keine gute Idee, hier im schnellen Ärmchen das da rauszuholen, denn ist klar, dass die keine bekommen. Das heißt, jetzt müssten grüne Tränke auch kein Problem mehr sein. Und wir haben dann gleich Very Fast Smart Inserter und ich muss gar nicht erst irgendwie andersrum experimentieren. Das ist schön. Schön, 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 schön. Das hier ist nicht schön. Dass Metalle sich stauen. Aber ne, kann ich ja von Hand beheben. Ist alles kein Problem. Mit. Gut. Das ist okay. Das mit den Akkus hier sieht doof aus. Das werde ich auch gleich mal beheben. Gib mir mal Magnete. Da sollten ja inzwischen ein paar sie angesammelt haben. Ach so, und jemand meinte auch, wir hatten doch mal so einen Replikator aufgestellt, der Solarpanels bauen soll. Der könnte ja inzwischen ein paar hergestellt haben. Ich glaube nicht, leider. Oh, Moment mal, was ist hier los? Du schnappst mal. Erstmal werden keine Magneten hergestellt, weil kein Eisen hier ist, oder wie, ne? Ja. Genau, es werden Magneten hergestellt, die werden dann aber hier aufs Fließband gelegt und die werden gar nicht reingeholt, sehe ich gerade. Das ist komisch. So. Genau, aber jetzt Solarpanels replizieren. Das ist richtig, den hatten wir mal angeschmissen. Aber ich glaube, das ging mir viel zu langsam, dann habe ich das Ding abgebaut. Also ist jetzt nicht so, dass hier irgendwo ein Replikator in der Ecke hockt, den ich nicht sehe und inzwischen wurden da 30.000 Solarpanels erstellt. Das sollte nicht der Fall sein. Krass. Ja, mach die mal alle voll. Ich zerstöre euch dann später. Also, jetzt. Gut. Achso, erst zerstören. Dann neu aufbauen, ne? Angriff oben rechts. Diesmal hoffentlich nichts zerstört. 10 Türme schießen. Oh, stimmt. Ich schiebe das auch immer wieder raus hier. Ich wollte eigentlich schon seit einer ganzen Weile den Roboporter oben bauen, damit repariert werden kann. Was sagt unsere Stahlproduktion da oben? Wird regelmäßig abgeholt, das Zeug. Das ist re Wow. Okay. Das ist schnieke. Achso, und bau das hier unten mal ab. Das ist albern. Im Vergleich zu der Anlage da rechts ist das hier albern. Wir brauchen nicht zweimal dieselbe Anlage. Einmal gut, einmal schlecht. Also machen wir hier einfach Platz. Sammeln das Zeug hier von Hand auf, damit sich das nicht staut, weil Stauen doof ist. Gut. Und schmeißen. Oh. Ich wollte sagen, und schmeißen wir einfach das ganze Eisen, das wir gerade eingesammelt haben, einfach direkt hier rein. Aber das war fast gar nichts. Das kann ruhig da bleiben. Und bau zwei Roboports. Okay. Und klau nochmal Stahl. Ist okay.
So, dann können wir gleich die intelligenten, schnellen Ärmchen bauen. Das ist schön. Das hier war okay. Kohle. Vielleicht sortiere ich mal kurz mein Inventar wieder aus und mache dann einen Kohle-Run. Weil ja, theoretisch haben wir coole Transportgeschichten, aber ich traue dem nicht. So, weg, weg, weg. Boiler, Steam Engines, die kann man übrigens wirklich verarbeiten zu irgendwas, was Energie herstellt, aber das halte ich nicht für besonders sinnvoll. Bauxit wollten wir noch verarbeiten, die Metalle tue ich mal woanders hin. Weil diese komischen Umweltverschmutzungsknödelchen da, denn die weiter zu verarbeiten, die dann zu verbrennen, die haben nicht so einen hohen Brennwert. Und diese Riesenblocks, die wir hier benutzen, die gehen ja schon schnell weg. Da will ich nicht wissen, wie schnell irgendwelche anderen Sachen weggehen. Außerdem müssen wir die Energie aufwenden und. Das ist es mir einfach nicht wert. So, wo wollte ich die Metalle jetzt reinschmeißen? Wir hatten irgendwo eine Kiste für Metalle. Achso, da hinten, genau. Bei meiner Privatanlage. Oh, und Stein ist alle. Yay. Ist aber nicht schlimm. Wir haben unten ja schon so eine... Was habe ich gerade abgerissen? Ich habe nur Crunch gehört. Und irgendwas war hier. Replikator? Okay. Irgendwas ist kaputt. Gut. Gib mal her. Tu da rein. Was seid ihr? Super Insert. Die brauchen blaue Chips, die absolut abgefahren aussehen. Also nein, danke. So, go, 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 go. So, hier muss jetzt erstmal ganz viel Grün sich erholen, bevor ich irgendwas in der Richtung forschen kann. Das ist okay. Die Geschichte hier kann ich abbauen. Ich denke, die brauchen wir nicht mehr. Gib mir den ganzen Stahl. Holz ist in Ordnung. Ist das wirklich am Arbeiten? Mach mal daraus bitte gelbe Fabriken. Und hol bitte weißes Chipzeug. Da, weißes Chipzeug. Komm, keine grünen Ärmchen. Keine blauen Ärmchen kommen. Blaue Ärmchen. Oh, weil kein Eisen kommt. Ja, das war die Befürchtung, die ich hatte. Dass einfach nicht genug hier unten ankommen vom Eisen. Das müssen wir jetzt beheben. Also bau bitte. Very fast smart long. Nein. Wo seid ihr? Auch very fast smart inserter, nicht long. Was zum Geier. Also hier sind fast. Fast, very fast. Aber kein smart. Very fast long, 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 long. Und very fast smart, long, long, short, long, ja. Wo sind die ohne long? Also einfach nur die very fast smart. Sind die irgendwie untergekommen? Ugh. Ja gut, und ich brauche dafür eh diese komischen Grünchips, die ich gar nicht habe. Das ist ärgerlich. Okay, dann müssen wir es halt anders machen. Ja, wir verdoppeln das Ganze einfach. So, 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 so. So, so. So. Das sollte das Problem sein, ja auch beheben. Was jetzt schade ist, dass wir die ganze Forschung dafür verballert haben, für eine Sache, die wir gar nicht wirklich nutzen können. Und du brauchst ein halbes Ding, damit ihr beide Seiten befüllt. Gut. Jetzt sollte mehr als genug Eisen unten ankommen. Sieht irgendwie nicht so aus. Ein bisschen was kommt unten an, ja, aber nicht so wirklich viel. Ja gut, das ist kein Problem. Wir sorgen einfach dafür, dass wir noch mehr Eisen haben. Mit noch mehr Replikatoren. Habe ich davon noch welche? Ich
kein Eisen. Ja, das ist ein guter Witz. Darum geht's gerade. Und du staust dich immer noch. Was ist da los? Brauchen wir jetzt drei? Scheinbar. Guck mal ganz kurz. Ist okay. Ist okay. Gut. Bau. Mehr Schmelzöfen brauchen wir nicht. Die da unten werden schon gar nicht beliefert. Achso, stimmt. Wir wollten hier ein paar von euch so machen.